Du brauchst dringend einen Sprechstundentermin bei deiner Ärztin oder deinem Arzt, fühlst dich aber zu schlapp, um das Haus zu verlassen? Du benötigst eine längere Überwachung deiner Vital- oder Blutwerte, willst aber nicht ständig ins Krankenhaus. Du möchtest schnell wissen, ob der neue Leberfleck auf deinem Arm Hautkrebs sein könnte? Für dich kann Telemedizin die Lösung sein. Ein Film der BAG Selbsthilfe zum Thema Telemedizin. Telemedizin bedeutet, dass die Ärztin oder der Arzt und die Patientin oder der Patient nicht am selben Ort sind. Telemedizin kann dazu verwendet werden, deine Gesundheitsdaten zu überwachen, bei der Diagnose zu helfen und Kontakt zu Spezialistinnen und Spezialisten herzustellen. Doch Telemedizin ist noch in der Entwicklung. Wir lernen gerade, für wen sie sinnvoll ist und für wen nicht, wie zuverlässig die Technologie ist. Bevor du Telemedizin nutzt, überlege dir gut, was du erwartest und frage dich selbst immer wieder kritisch, ob deine Erwartungen erfüllt werden. Telemedizin verwendet technische Geräte, um die Entfernung zwischen Ärztin oder Arzt und Patientin oder Patient zu überbrücken. Dabei werden Gesundheitsdaten über das Internet übertragen. Am sichersten über unser spezielles Gesundheitsdatennetz, die sogenannte Telematik-Infrastruktur. Telemedizin nutzt auch künstliche Intelligenz, um Daten zu analysieren. Blutzuckerwerte können beispielsweise automatisch sofort übermittelt werden und wenn es für dich kritisch wird, werden deine Ärztin oder dein Arzt direkt informiert. Telemedizin kann sinnvoll sein, wenn du gerne digitale Technologie nutzt, selbst motiviert und offen für digitale Gesundheitsprodukte bist. Du kannst Telemedizin nutzen, wenn deine Ärztin oder dein Arzt sie anbieten. Es gibt spezielle Zentren für verschiedene medizinische Bereiche, zum Beispiel für Kardiologie, Diabetologie oder Dermatologie. Bedenke, dass du aktiv an der Telemedizin teilnehmen musst. Das kann bedeuten, dass du technische Geräte benutzt und wartest oder dass du bestimmte Hilfsmittel selbst anlegst. Überlege dir, was du von Telemedizin erwartest. Möchtest du nur Videoanrufe nutzen oder auch selbstbestimmte Werte, zum Beispiel mit deiner Smartwatch messen? Vielleicht benötigst du aber auch einen Notfallknopf, wenn es dir plötzlich sehr schlecht geht. Stelle sicher, dass du die notwendigen Geräte problemlos verwenden kannst und frage nach Erfahrungen von anderen Nutzenden. Überprüfe in jedem Fall regelmäßig gemeinsam mit deiner Ärztin oder deinem Arzt, ob die Daten korrekt übermittelt werden. Wenn du mehr zum Thema Telemedizin erfahren möchtest, dann schaue unter bag-selbsthilfe.de. Mit freundlicher Unterstützung des BKK-Dachverbands. Wenn du kein weiteres Video von uns verpassen möchtest, abonniere unseren Kanal.